Leute, was geht ab, Leute? Hier. Heute ein bisschen Weihnachtsmarkt-Action, Leute. So, Kollegin ist da. Macht noch schnell ein Foto. Dann gehen wir zu ihrem Knappen erstmal. Checken hier so eine kleine Weihnachtsmarkt-Tour hier in der Innenstadt ab. So, da hinten ist Lucky Who. Das ist auch so ein Weihnachtsmarkt mit Fizzy Bubble und Fairfax Express. Der ist geil. Ich suche einen sehr bestimmten Glühwein. Den es nicht gibt. Was suchen wir? Wir suchen Blutorangenpunsch. Und der Knappe verkauft den mir nicht. Auch bei unserer Station ist die Hierarchie der Platz 6. Probier. Aufstabil, sagt sie. Aber es ist nicht Blutorange. Ja, es ist fruchtig, es ist lecker. Zufrieden? Der ist echt gut, ja. Ich habe mein erstes Opfer gefunden, Leute. Der Barbarenspieß. Der ist schon leer. Brauch ich als Kamerafrau. Schauen wir mal. Was sieht man nicht überhaupt? Das ist voll schattig. Schattig, ja. Ah, viel besser. Hygiene. Bisschen Teig. Mit Teig und Mandel. Das sieht schon geil aus. Ein bisschen ungewürzt. Spanferkelsemmel, Leute. Soll gut sein. So, Wildschwein Leberkäse. Die Kollegin holt sich das Spanferkel. Da beißen wir auch mal rein. Hoffentlich. Mein Brot auch irgendwie so eine Soße bekommen hat, weil schmeckt davon natürlich gar nichts. Wo ist der Pfandbegabe? Das ist wack. Wow. Top Kamerafreunde, wir hatten schon mehrere Kamerafrauen. Ich glaube, das ist bisher die beste. Anderes Brot, ihr Brot ist viel geiler. Holt euch auf jeden Fall das, Leute. Oh ja. Essen hat eigentlich nicht so überzeugt. Das war ein bisschen fad. Sowohl das Chicken als auch das Spanferkel. Das war zwar zart, oder? Aber bei beiden fehlt so der Kick, so die Würze. Aber Glühwein top. So. Wir schauen mal da rein, aber es soll nichts Gutes darin geben. Aber wir geben natürlich trotzdem eine Chance. Ja, schön hier. Der Weihnachtsmarkt hier ist mir auf jeden Fall zu voll. Kommst kaum durch. Digga, ich dachte, wir können da raus. Wir haben eine Runde gedreht, aber nein, das war erst eine halbe Runde. Wir gehen jetzt weiter zum Marienplatz. Und ich erinnere mich, ich war letztes Jahr auch mit ihr. Und da war so ein krasser Lebkuchenstand. Da habe ich ihr gerade von erzählt, sie so, ja, ich weiß nicht, letztes Jahr ist sie dann nochmal hingegangen, nachdem wir da waren, weil der so krass war. Ich hoffe, der ist heute wieder da. Schauen wir mal, ob der Lebkuchenstand noch da ist. Das sind sie, Leute. Oh mein Gott, ja, das sind sie. Kein Problem. Danke dir. Ebenso. So. Heilige Zimt. Es wurde schon ein heftig gedroppt. Das sind die besten Lebkuchen, Mann. Die verdient eigentlich ein eigenes Video, wo ich jedes probiere. Dankeschön. Ich hab den eigentlich nur genommen, als der letzte war.
Wieso sind die so krass? Super saftig. Geile, knackige Schokolade. Kostet auch 5 Euro das Stück, aber. Danke. Gleich noch zwei, ja. Nicht so stark. Alter, ich hätte am liebsten diesen Bratapfel genommen, aber nicht mehr. Super saftig. Super saftig. Leute, die Lebkuchen sind so krass. Wir gehen jetzt nochmal zurück und es wird noch für andere Leute was mitgenommen. Heftig. So. Noch ein Orangenpunsch. Die Snapperin. Die Snapchatterin kommt jetzt, Leute. Nicht gut. Ja, gut, wir waren nur die Ersten, ne? Ja, aber manche sind auch nicht die Lieder. Nur ein Mindestens. Warte, schon vorher? Also Deonsplatz war 1000 Mal besser. Deonsplatz war so smooth. Deonsplatz ist echt gut. Ich kriege Zustimmung. Für Glühweinpunsch geht zum Deonsplatz. Für Lebkuchen kommt hierher. Ja, das ist echt schlecht, Mann. Es dampft zu sehr, Leute, ihr seht nichts. Tornado-Kartoffel, letzter Stopp, mehr kriege ich nicht rein. Aber ey, beste Lebkuchen haben wir gefunden. So Leute, das System war so schlecht. Wir standen bei der Abholung. Und die Schlange für Bezahlen war mir zu lang. Das ist mir dieses Kartoffelding nicht wert. Schicksal hat uns hierher geführt. Weil wir bei der falschen Schlange waren, sind wir jetzt hierher gegangen. Und hier haben wir dieses Häuschen, dieses Teil gefunden, was die Kollegin gesucht hat. Destiny strikes again, Leute. Digga, was ist das für ein voller Weihnachtsmann? Das ist ja noch voller als dieser Residenz, wo wir vorhin waren. Ich hab Bock auf mein Kartoffelding, aber sie will mir irgendeine Wurst andrehen. Weiter geht's, Leute. Senninger Tor runter. Bin auf der Suche nach meinem Kartoffeltornado, Alter. Senninger Tor. Wo sind meine Kartoffeltornados? Ich sehe hier niemand mit einem Kartoffeltornado rumlaufen, Leute. Das sieht schlecht aus. Wir haben hier nur normale Pommes und mein Gott, traurig, ey. Glühwein. So, Sendinger Tor hat enttäuscht. Schauen wir mal noch am Stachus vorbei. Jetzt ein paar Minuten, ob ich noch meinen Tornado bekomme. Die Kollegin hatet meinen Tornado, Mann. Sie so, ja, wie kann man für Kartoffel Geld zahlen? Stachus ist tote Hose, Leute. Also hier müsst ihr gar nicht erst herkommen, Mann. So Leute, ihr seht, wir sind wieder in der Innenstadt. Ich habe ein paar Erledigungen mit einem Kollegen gemacht und da dachte ich mir, schauen wir nochmal beim Weihnachtsmarkt vorbei. Denn der noch kritische Boss hat mir eine Food-Empfehlung gegeben, nachdem er meine Story gesehen hat. Die muss ich abchecken und da hole ich mir nochmal so einen Lebkuchen. Der Lebkuchen ist zu krass, den hole ich nochmal. Auch wenn die so möchte gern edel sind und so von mir und so einem Schwarzkopf die Story gar nicht anschauen, aber nicht reposten, sondern nur so von typischen Insta-Girls reposten. Trotzdem sind sie so geil, dass ich trotzdem hingehe und trotzdem die posten werde. Digga, es ist Freitag. Anders voll, Mann. Let's go. Bro, ich dachte, ich krieg die dicke Wurst, Mann. Wurst. Außer die wollten den Asiaten abziehen. Weiß ich. Ich hatte was ganz anderes erwartet. Er meinte so per fluffiges Brot. Jetzt gehen wir erstmal zum Basteln. Also so fluffig ist das nicht. Ich muss dir mal ein Foto schicken, ob es das richtige ist, aber
Die Wurst ist geil, ja. Okay. Es schmeckt auf jeden Fall sehr gut, ja. Das ist keine schlechte Empfehlung. Galleria. So, die Nachspeise. Also ich weiß, was er meint, weil du kriegst in einem Bissen alles rein. So. Kuss geht raus. Der Laden ist zu krass, Mann. Mandelmatt fand ich mal. The fuck. Diese Konsistenz, dieser Flavor. Geil. Mein Gott, ist ja geil. Je mehr du trinkst, desto besser, weil dann muss ich weniger trinken. Nee, nächste. So, wir sind nochmal hier in der Nähe, Leute. Die Kollegen checken meinen gehaltenen Lebkuchen ab. Ich hoffe, der enttäuscht nicht. So. Welchen sollen wir nehmen? Boah, keine Ahnung, die haben zu viele Geschmäcker. Ich habe noch nicht viele probiert. Weil wir neulich mal im Dönerladen waren und ich den so bodenlos bewertet habe. Er hat ihn so zerstört, er hat ihn komplett auseinandergenommen. Er war aber schlecht, Mann. Ich sag dir, nichts gepasst, Mann. Nichts wirklich. Aber, also was, bei Hans Kebab, zum Beispiel, wenn wir diesen Döner des Monats testen, da zum Beispiel das Brot ist immer top, wenn wir das sehen. Ja. Und dann sind noch ein paar Sachen dabei, die uns eigentlich auch immer schmecken, aber es ist halt so. Generell ist es halt jetzt kein Überladen. Ja, ist halt okay. Ja, und dann kannst du auch ein normales Rating abgeben. Ja. Da war halt alles schlecht. Da war das Brot schlecht, Soße war nicht vorhanden, Fleisch unterwürzt, alles war schlecht. War das schlechter als der Döner, den du mal mitgebracht hast? Und bei Horn haben sie Soße drauf gemacht und so, dass man gar nicht mehr essen konnte. Das ist eine Seite rausgelassen. Also alles schlecht. Also. Am Ende gehen da Leute hin und dann muss die Leute ja vorwarten. Ich kann nicht mehr, Leute. Ich kann nicht mehr. Lass es probieren. Ich bin so voll. Wo haben wir den hier? Der da. Ich kann jetzt schon sagen, das ist ganz anders als die normalen Lebkuchen, die du kaufst. Weil der. Ja? Yeah. Der hat so teigig in der Mitte, der feiert nicht. Weil sonst sind mir die oftmals zu trocken, die Dinger. Lebkuchen. Ja, voll. Und die sind halt flacher nochmal. Der schmeckt schon auf jeden Fall sehr orangig. Okay, sehr gut. Schmeckt erstmal Name wurde verteidigt. Ich bin normalerweise eh kein so Süßigkeiten-Fan. Aber finde ich echt gut. Es wird noch einmal der Rote Riese getestet. Er kann ihn nur empfehlen, wenn der auch konstant gut ist. Also Leute, meiner war nicht so saftig. Meiner war echt trocken, gar nicht so geglänzt. Der war auch in der Mitte zerbrochen. Ja, dann bleibt die Semmel zu lang. Vielleicht ist es echt, wenn man am Abend isst. Jetzt ist sie richtig fluffig. Mein Gott, die sieht jetzt viel besser aus. Schaut mal, Leute, da vorne. Es tropft. Boah! Okay, traurig, Mann. Sagt ja, das ist top, Mann. Ja, so sieht die auch top aus. Ja. Und man kann sie wirklich gut essen. Ein kleiner Eindruck von den Weihnachtsmärkten in München, Innenstadt. Ich finde Weihnachtsmarktessen jetzt nicht so krass und ziemlich überteuert. Das einzige Krasse, was ich gefunden habe, ist dieser Lebkuchen. Mein Gott, ey. Der ist krass. Der ist echt krass. Das war's von mir, Leute. Ihr müsst bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren, check die Videos ab, folgt mir gerne auf Instagram, TikTok. Serious Business. Wir sind Brokey Mokey. Nicht Fake Brokey Mokey wie ApoRed.